Aktuell sind wir schon kurz vor der Ziellinie. Alle Änderungen werden gerade gemacht, gewisse Umbauten noch. Wir haben jetzt zum Beispiel in 35 Minuten Show und wir arbeiten noch an den Kostümen, also es wird eine heiße Nummer. Ich bin Teil des Kreativteams, bin hauptsächlich zuständig für das Videomapping, die Tänzer und die Choreografie. Ja, es ist jedes Mal wieder ein riesiges Abenteuer, sich auf das Ganze einzulassen und auch zu sehen, wie sich das Ganze wieder zusammenführt. Über 20 Jahre Freundschaft, dass wir das natürlich in einer ganz neuen Halle der Europapark Arena feiern können, ist schon was ganz Besonderes. Und wenn dann die Leute nachher reinkommen, da wird es einem schon warm ums Herz. Die Leute können sich freuen auf Abwechslung, auf verschiedene Welten, Zeiten, eine total verrückte Bühne, die immer neue Dinge macht, neue Kostüme, viele Kostüme und natürlich alle Hits. Here we are. Europa-Park ist für uns natürlich wie so ein Schlaraffenland. Wir sind wahnsinnig stolz. Es ist ein neues Zeitalter mit dieser Halle. Und ich glaube schon, dass DJ Bobo einer der ganz entscheidenden Treiber war, auch in der Familie, diese Halle letztendlich zu bauen. Herzlichen Dank an die Familie Mack, an das ganze Team, an die Visionäre dieses Europa-Parks. Herzlichen Dank. Danke. Europa-Park-Gruß! Danke!